So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker letztes Mal haben wir wieder einen Super Expert One versucht, sind dabei an einem Level gelandet, was wir, glaube ich, eine gute halbe Stunde oder so gespielt haben. Ich habe keine Ahnung, wir haben es viel zu lange gespielt. Und jetzt haben wir die Single Screen Series von Chosen entdeckt. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Sind die alle 4 von 10? Okay, und der ist 5 von 10. Let's go. Single Screen kann ja nicht viel schief gehen. Ha, von wegen. Gucken wir mal, was passiert. Weltrekord 16 Sekunden. Was hast du gebaut, Chosen? Okay. Ach so, ah, verstanden. Da kann ich... Oh, da muss ich aber da richtig von Lot durch. Ah. Zu bald. Zu bald. Okay, kriegen wir hin. Nein! Da war ich zu fix. Da war ich zu fix. Ah! Da bin ich auch wieder zu fix nach rechts. Ah, zu schnell. Immerhin war er so nett und hat nicht, hat da jeweils eine Kopfstütze eingebaut. Oh, der ist nochmal fies, der Sprung. Aber dann haben wir's. Wenn wir den haben, haben wir's. Easy. Oh, oh, ich meinte easy. Fast. Fast wär's nochmal schief gegangen. Okay. Gut, aber das mit dem On-Off, das kann natürlich kritisch werden. Wenn er das öfter gemacht hat, da bin ich gespannt, was er sich noch so... Huch. Okay. Was er sich noch so überlegt hat. Da bin ich gespannt. Das kann natürlich kritisch werden. Weltrekord 8 Sekunden. Okay. Okay, also das Ziel ist hinter dem... hinter den Blöcken. Das heißt, wir wollen... Komme ich da so hoch? Nein. Von hier komme ich auch nicht hoch, ne? Doch! Komme ich. Dann hat der Weltrekord wahrscheinlich das gemacht. Okay, das zu schaffen ist einfach. Und dann weiß ich auch, was der Weltrekord gemacht hat. Ich glaube, den Weltrekord kriegen wir nicht mehr. Mit 8 Sekunden ist das schon ziemlich sick. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Wie habe ich das vorhin gemacht? Da bin ich da hochgekommen. Wie habe ich das gemacht? Hä? So habe ich das gemacht. Und dann gleich da weiter. Okay. Aber jetzt, wie ich wenn, dann will ich schon fix durch. Nein! Ah, fast. Brauche ich da nochmal eine Zwischenlandung oder komme ich direkt durch? Das ist halt die Frage. Huch. Das ist halt die Frage. Ach Mann. Wir waren so nah dran.
Nein, jetzt geht das nicht mehr. Spring doch hoch. Das ist immer, immer dann, wenn man ganz knapp ein Ziel hatte, wenn man es ganz knapp geschafft hätte, dann ist danach vorbei. Das ist so eine ganz komische Gesetzmäßigkeit. Ja, dann ist da, ihr seht's ja, dann ist danach vorbei, dann geht da einfach nichts mehr. Das ist unglaublich. This is unbelievable. Es geht nicht mehr, ich komme nicht mehr auf eine... Es geht einfach nicht mehr. Und jetzt habe ich da wieder ver... Oh. Komm schon. Okay, gute Chance, gute Chance, gute Chance. Yes! So, schneller kriege ich es nicht hin. Wenn das nicht der WR ist, dann kriege ich den nicht. Alles klar. Next. 53 Sekunden Weltrekord. Okay. Das ist jetzt wohl länger, obwohl es nur ein Screen ist. Vielleicht mit Münzen. Keine Münzen. Aber ich muss hier hoch und runter fahren, okay. Ah, ich muss die immer wieder abwarten. Jetzt verstehe ich erst, wie das Ziel ist. Okay, ich muss den Powerblock dann hier runternehmen. Ja, okay. Sollte nicht zu schwierig sein. Und auf dem Powerblock dann rüber reiten zum Ziel. Ist eigentlich nur eine Geduldsgeschichte. Oh, das geht einmal von oben und einmal von unten los. Ah, das ist frech. Das ist frech. Ah, das ist... Ja, da muss man... Oh, da muss man wirklich... Auf den Moment, wenn das rausgeht, das Feuer, muss man los. Ganz dringend los muss man dann. Uiuiui. Ah, es war schon wieder fast zu knapp. Ah. Okay. Schlimmsten Teil sollten wir geschafft haben. Jetzt einfach nicht joken. So. Pau drauflegen. Und auf den Pau drauf. Ohne den Pau runterzunehmen. Und! Am Matcha zu sterben. Nein! Wie kann ich das nur... Oh, man kommt da sofort hoch. Okay. Oh, wie kann ich das nur tun? Ach, komm schon. Wie ist mir das denn jetzt passiert? Oh, ist das... Ach, ist das ärgerlich wieder. Nein! Zu bald. Zu bald. Oh, es ist so knapp jedes Mal. Okay. Oh Mann, wir hatten es. Ich hasse das, wenn das passiert. Es ist jetzt im zweiten und im dritten Raum passiert. Immer dieses kurz vorm Tod sterben. Das ist so dumm.
Nein! Mann! Boah, das war knapp. So, jetzt nicht joken. Nicht joken. Nicht joken. Drauflegen. Okay, der liegt jetzt ein bisschen weiter vorne sogar. Das der, heißt, der Sprung sollte... Ja, nice. Der Sprung sollte einfacher sein. Ach Gott, ey. Shish. Shish. Next one. 19 Sekunden, die es zu schlagen gilt. Bisher hat es immer funktioniert. Bisher hat es immer funktioniert. Das war ja richtig dumm. Oh, was? Wait, hä? Wie geht denn das da in der Mitte? Ach, ich kann auf dem Ding stehen. Yes. Ich wollte schon sagen, hä, das kann nicht funktionieren, so wie das aufgebaut ist. Aber musste ja irgendwie funktionieren können, ne? Ich kann auf dem Ding stehen, okay. Oh Gott, und dann die Mancha am Ende, sehe ich jetzt schon. Uah, ist ja widerlich. Widerliche Mancha am Ende. What? Wann? Wann? Jetzt. Ja, gut. Ach, das ist ja nochmal ekelhaft, der End. Der Schluss ist nochmal richtig ekelhaft. Gut, wir machen das gleiche nochmal. Ey, jetzt komme ich da nicht mehr. Was ist denn jetzt wieder hier? So. Jetzt ist gut. Hab ich gedacht. Hab ich gedacht. Hab ich falsch gedacht. Ah, das ist gut. Nice. Nicht gechoked am Ende. Das habe ich befürchtet, dass das passiert. Dann wäre ich jetzt wieder richtig sauer geworden. Aber ich habe nicht gechoked. Oh, ein Glück. Ein Glück. Hei. Und das letzte, das jetzt eine Stufe schwieriger anscheinend ist, aber in 5 Sekunden machbar dafür. Okay. Was hat er denn jetzt gemacht? 5 Sekunden. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Das ist sogar einfacher, glaube ich. Ja, easy. Das war das Einfachste. 5 von 10, my ass. Das ist 1 von 10 oder so. Ah... Yes.
Der war zwar nicht mehr viel war da nicht zu machen, aber immerhin war es was ein bisschen schneller. Gut, fünf neue Weltrekorde. Das ist doch ganz nett. Ja, da redet man nicht drüber. Eieieiei. Gut, ich habe ein paar Level, die ich nochmal spielen wollte, habe ich ja schon gesagt. Das reizt mich auf jeden Fall. Das haben wir liegen lassen, weil ich es mich nicht getraut habe, mit einem Leben anzugehen. Aber das wird mich interessieren. Ach nee, da bin ich gestorben. Das haben wir gar nicht liegen lassen. Es war ein anderes. Okay. Dann gucken wir jetzt mal, wie weit wir gekommen wären. Wenn wir ein paar mehr Leben gehabt hätten. Ah, okay. Soweit sieht es eigentlich ganz nett aus. Aber nichts für einen Contest. Nicht Contest für einen Dings. Für einen One. Stimmt, ich bin in den Mannschaft am Anfang reingesprungen. Richtig. Aber wir wären hier eh dann gestorben. Okay. Ah, jetzt komme ich nicht mehr. Einmal kommt man weit und dann nicht mehr. Es ist immer das Gleiche. Es ist so traurig. Es ist so traurig. So traurig ist das. I cry every time. Okay. Bin gespannt, wie es weitergeht. Weiter als das sind wir bisher nicht gekommen, was ich gerade hatte. Aber das kriegen wir auf jeden Fall noch weiter. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Das kann ich nicht sagen. Aber weiter als das kommen wir auf jeden Fall. Okay. Oh nein. Ja, hier ist. Oh, dämlicher Shellchamp. Da will er einen Shellchamp von mir. Ach Gott. Das in der Mitte ist natürlich dann immer kritisch. Vor allem, wenn man nur eine Chance hat. Hätte es wenigstens nicht so bauen können, dass die Shell zurückkommt und man sie nochmal stoppen kann, wenn man es verhaut. Das wäre nett gewesen. Aber nein. Aber nein. So nett war er dann leider doch nicht. Nein! Ich brauche ein bisschen Anlauf, dann geht's. Bisschen mehr Anlauf auf der Plattform, dann geht's. Nicht direkt rüberspringen. Aber der Anfang geht jetzt eigentlich klar. Ja, der Anfang geht jetzt super klar. So, aber wie gesagt, hier, ne, wenn es hier einfach noch eine Wand gäbe und man sagen könnte, okay. Oh, nice. So, gib mir den Schuh. Nicht am Schuh sterben. Ah, ich brauche den Schuh auch. Ah. Wait. Wir nehmen den Schuh mit. So. What? Oh Gott, ich muss den dann behalten. Ne, das wird mir zu krass. Das wird mir zu krass. Das sieht mir zu krass aus. Da komme ich nicht drauf klar. Das war das mit dem Autoscrolling, das brauchen wir nicht. Ich wollte das andere haben. Wo uns am Anfang so ein Viech entgegengeflogen. Das hat es gar nicht hier gespeichert, ne? Da ist uns am Anfang so ein Ding entgegengeflogen. Aber das ist hier gar nicht drin. Okay, interessant. Oder war das das hier? Aber ich dachte, das war erst, wo ich schon mehr Level hatte.
Ach, das war... Okay, das können wir aber auch kurz nochmal probieren. Das sah eigentlich ja ganz cool aus. Ist mir dann aber halt... Ich hatte dann keine Lust, das immer wieder nochmal neu zu machen hier. Vor allem nicht, wenn ich dabei Leben verlieren kann. Jetzt ist es ja egal. Wir waren ja bis fast beim Checkpoint. Bis dahin waren wir ja. Fast. Weil dann habe ich halt gejoked. Was man nicht... Ah, es ist so... Ich muss da ein bisschen noch hängen. Ein bisschen hängen bleiben. Es war kritisch. Aber wie... Ich komme da nicht mehr rein in dieses Ding, ne? Ich komme in dieses Ding nicht mehr rein. Unglaublich. Einmal bin ich reingekommen bisher. Ein ganzes Mal. Seitdem nicht mehr. Geschafft? Wieso komme ich da jetzt nicht mehr rein? Unglaublich. Vielleicht doch mit Schwung weiter. Aber es ging ja vorhin auch ohne Schwung. Ah, lass mal. Das ist, nervt mich auch immer wieder durch den Anfang zu gehen. Das kostet mich zu viel Nerven und Zeit. Keine Lust. Achso, jetzt ist das da hochgewandert wieder. Aber das andere Level ist nicht da, was ich gemeint habe. Irritiert. Das wollten wir auch spielen, richtig? Ja, das war das. Nicht das, was ich gerade meinte, aber das wollte ich... Entschuldigung. Das wollte ich auch spielen. Mit den vier Räumen. Da habe ich nämlich das Gefühl, das könnte cool sein. Achso, der bringt uns jetzt erst woanders hin. Oh. Eine muss durch, ne? Nicht mehrere. Das ist ja eigentlich bisher sehr, sehr einfach. Das ist super einfach bisher. Lul. Wow. Das heißt, es gibt sehr einfache Räume und auch sehr schwere Räume. Ich meine, wir sind einmal gestorben und dann habe ich halt gesagt, okay, das ist zu lang, ne? Und da unten sind wir gestorben, in der blauen Röhre. Aber wenn die alle so kurz sind... ich wollte gerade sagen, wie hoch fährt der? So, jetzt muss es aber passen. Sonst wird's kritisch. Okay. Und jetzt muss ich nur noch hier Spinny machen. Das war's schon. Okay, cool. Ja, das hätten wir auch noch schaffen können. Schauen wir mal, was noch so kommt. Das war die Challenge. So, das ist... Das, lieber Chosen, ist die angemessene Länge für Münzenräume. Ja, nein, ist ja okay. Mal gucken, was noch kommt. Noch ist es eigentlich kein Super-Expert-Wert gewesen. Und es war ja super Expert. Jetzt gehen wir erst in die rote. Weil es der längste Weg zum Fahren ist. Aha, die gibt nochmal einen extra Raum.
Oh, das ist ein Bosskampf. Einfach nur ein Baby-Bowser-Bosskampf? Das war's? Einfach nur ein Baby-Bowser-Bosskampf. Oder kommt noch mehr? Mehr Bosskämpfe? Nein. Das ist die Röhre, die mich zur Münze führt. Ne? Nein, ist nicht die Röhre, die mich zur Münze führt. Okay. Es war die Tür, die mich zur Münze führt. Die Röhre, die mich zur Tür führt, die mich zur Münze führt. Das war's. So, jetzt ist noch ein Raum über. Und der macht das Ganze jetzt zu Super Expert, oder was ist hier passiert? Warum ist das Super Expert geworden? Ist das jetzt der krasse Raum? Oh boy. Ich sehe da oben Dinge. Okay. Ganz vorsichtig. Es sind keine pixelgenauen Sachen. Ich habe genug Zeit. Ich gehe nicht durch beide Feuer jetzt gleich durch. Doch, ich gehe durch beide Feuer gleich durch. Okay, ein bisschen runter nur. Ich kann auch wieder durch die beiden Feuer durchgehen. Und dann durch das hier. Oh, wehe, ich lande in dem Springboard. Ich raste aus. Lass mich in Ruhe! Okay. Puh. Okay. Aber vielleicht kommt ja nach der Tür noch was. Das kann ja sein, dass das nicht alle Räume waren, sondern dass da noch der Hauptraum kommt. Oder so. Das ist ja möglich. Oh oh. Oh oh, was kommt jetzt? Das ist doch nicht Super Expert. Wieso ist das bei Super Expert gelandet? Das hätten wir ja echt spielen können. Und sogar einen Weltrekord geholt. Okay. Schönes Level. Wie viele haben das gespielt? Warum ist das bei Super Expert gelandet? Ach so, ja gut, so viele haben es halt gar nicht gespielt. Und dann hat es halt die Prozentzahl runtergeschoben. Kommt vor. Okay, cool. Das ist halt... Ich würde gerne gucken, wie die nächsten Challenges sind, aber ich komme durch diese Zweierlücke nicht durch. Das werde ich jetzt auch nicht weiter probieren. Das ist mir zu blöd. Das hier wollte ich ausprobieren. Das sah interessant aus. Sollten wir irgendwann mal sowas wiederbekommen, dass wir wissen, wie das geht. Also sobald ich die auslöse, huch. Oh, ich habe da eine Idee. So kann ich die aber nicht reduzieren. Ne? Jetzt ist wieder, ja, ist wieder die gleiche Anzahl. Tolle Idee. Nicht durchgehen. Aber sobald ich springe, bin ich ja, ist ja vorbei. Ja, ich dachte, vielleicht kann ich dann so über die einzelnen Checkpoints gehen, aber über die einzelnen P-Switches, P-Jumps machen, aber das haut nicht hin. Also ich muss irgendwie... Oh, und wenn ich die zu hoch stapel, dann löst er die obenrum aus. So, jetzt ist der weg. Und jetzt stapel ich den hoch. Und jetzt drückt er den da oben gleich. Oh boy. Nein! Ah. Das hätte funktionieren können. Okay. Ich glaube, ich habe das Konzept verstanden. So, jetzt sind die alle weg. Jetzt machen wir das hier noch. Ah, ich muss aber den da in der... Ich muss halt so einen halt wegkriegen.
So einen da oben muss ich wegkriegen. Dafür müsste ich irgendwie so springen. Nee. Dafür müsste ich irgendwie so springen. Ah, es ist kritisch. Beziehungsweise die halt so wegschieben. Ja, so, jetzt habe ich's. Jetzt muss ich nur da oben rankommen. Mit einem beherzten Sprung sollte das hinzukriegen sein danach. Okay. Nein, weg damit. Nein! Ah, fast. Ah. Hat nicht funktioniert, wie ich wollte. Das wollte ich auch nicht. Ah, es ist gar nicht so simpel. So, jetzt müsste ich, wie gesagt... Ah. Warum hat er den jetzt nicht genommen, wie ich das wollte? Schade, dass das jetzt nicht funktioniert hat. Ich dachte, wir haben gute Chancen. Nein, jetzt hatte... Ah, jetzt habe ich die P-Switches runtergedrückt. Mann! Es ist... Ich bin halt noch nicht sicher, ob das, was ich tue, der richtige Weg ist. Aber es sieht irgendwie sinnvoll aus. Oh, ich kann den auch wegziehen. Ja, aber jetzt komme ich nicht mehr... Ah, fast. Wenn ich den auch wegziehen kann, in dem Moment, wo ich den wegziehe, müsste ich ja hochkommen können. Mit einem Wandsprung. Oh! Ja, das ist die Idee. Ich mache hier dran einen Wandsprung. Nein, nicht so. Nicht so. Ohne die anderen auszulösen. Nein. Ohne die anderen auszulösen, habe ich gesagt. Geht das? Kann man an den Dingen einen Wandsprung machen, ohne sie auszulösen? Oder löst er die automatisch dann aus? Ah, der da oben muss erst weg, dann geht's. Okay. Das ist nicht ganz, was ich wollte. Ja! Ja! Jetzt nur nicht joken. Puh, okay, alles klar.
Ja, wäre für Nuan halt auch nichts gewesen, ne? Hat jetzt bestimmt keine Ahnung, wie viele Leben gekostet. Eieieiei. Uff. 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 Aber ich wollte mal gucken, wie es geht. So ist es auf jeden Fall möglich gewesen. Okay, haben wir noch eins, was wir spielen wollten irgendwann mal? Dann will ich es mir jetzt nur kurz merken, aber ich glaube, bei den anderen habe ich gesagt, ja, das kann man so lassen. Kann mich jetzt an keine anderen erinnern, wo ich gesagt habe, die will ich nochmal spielen. Gerade spontan. Da war schon viel komisches Zeug dabei, meine Herren. Gut, dann soll es das gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und tschüssi.